Geht ab, Leute, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Heute reden wir über Burpees. Zur Abwechslung. Ihr wisst, ich mache viele Burpees. Wir haben die Burpee-Challenge gemacht. Viele Leute haben mitgemacht, aber es gibt so viele Fragen. Warum haut er sich auf den Bauch? Warum springt er nicht? Dies, das. Das sind alles Informationen, die ich zwar auf YouTube schon erklärt habe, auf TikTok auch und auch auf Instagram. Aber ich möchte jetzt nochmal so ein kleines Tutorial mit allen Frequently Asked Questions, so ein kleines How-To, um das alles so auf einem Ort in einem Video abzuarbeiten, damit jeder, der Fragen hat, sich dieses Video anschauen kann und alle Antworten findet. Erstmal, was sind Burpees? Gute Frage. So wie die meisten Burpees kennen und so wie ich auch Burpees kannte, bevor ich mit dieser Art von Military Style Strict Form Burpees in Kontakt kam, waren diese typischen: ich schmeiße mich auf den Boden, drücke mich hoch, springe und klatsche irgendwie bei den Händen, fertig. Tatsächlich ist es so, dass die Übung 1939 von Royal Huddleston Burpee erfunden wurde. Also der hieß wirklich so und die Übung wurde nach ihm benannt. Aber der originale Burpee hatte keine Liegestütze und keinen Strecksprung. Das war also praktisch aus dem Stand in die Liegestützposition und dann wieder aufstehen. Das heißt, jeder sagt, oh, echte Burpees sind mit Sprung, wenn du nicht springst, ist kein Burpee. Liegen falsch, denn der eigentliche originale Burpee war ohne Liegestütze und ohne Strecksprung. Mit der Zeit hat das US-Militär dann diese Übung mit eingebaut, auch so als Fitnesstest, und sie verändert. Aber so wie es diese Veränderung gab, gibt es auch viele andere Veränderungen und viele, viele andere Varianten. Die Varianten, die ich ausführe, sind diese Military-Style Burpees, bei denen man vor allem darauf Acht gibt, die Bewegung mit Körperspannung und aus Kraft auszuführen. Also jede einzelne Bewegung führt man kontrolliert und separiert aus und lässt sich nicht einfach runterfallen. Und vor allem bei den Liegestützen ist es wichtig, da man auch teilweise mehr als eine Liegestütze macht, wirklich saubere Liegestütze auszuführen. Jede Variante hat ihre Berechtigung. Jede Ausführungsweise hat Vor- und Nachteile. Aber für meine Trainingsziele ist diese Variante, wie ich sie ausführe, definitiv zu bevorzugen. Aber wir fangen mal von vorne an. How to Burpee, how to Military Style Burpee. Man beginnt aus dem Stand. So wie wir die Burpees ausführen, mit vielen, vielen, vielen Wiederholungen, ist es auch so, dass man immer in Bewegung ist. Also man steht auf der Stelle und trabt. Das heißt, es gibt keine Pause, es gibt kein Stehen und Ausruhen, außer das ist natürlich nötig und man muss irgendwie Pause machen aus irgendeinem Grund. Aber während des Trainings in Bewegung bleiben. Mit dieser aktiven Pause, mit diesem Traben, können wir natürlich auch das Tempo und den Pace beeinflussen. Denn je schwieriger die Burpees, also bei mir selbst merkt es ja, wenn ihr bei den Live-Workouts mit dabei seid, One Pumps, Two Pumps, Navy Seals, hau ich teilweise unbroken raus, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wenn es dann losgeht mit Five Pumps, mit Ten Pumps, dann ist was anderes. Dann mache ich meine 10 Liegestütze, stehe auf, muss erst ein paar Schritte laufen, durchatmen, denn ich brauche diese Pause, um die nächste Wiederholung sauber auszuführen. Es gibt auch keine harte Vorgabe, welche Zeit oder wie viel Pause du dir nehmen kannst oder darfst. Denn wenn du sagst, ich mache jetzt 100 Navy Seals, dann brauchst du eben die Pause, die du brauchst, um die nächste Wiederholung sauber auszuführen. Denn wie immer, Form first, Ausführungsqualität ist das Wichtigste. Also wir beginnen trabend. Wenn die Übung beginnt, mache ich immer den Stomach Strike. Wenn wir in der Gruppe trainieren, so wird es auch beim Militär gemacht, gibt es das Down-Kommando. Also wer auch immer das Tempo angibt, sagt Down, Strike. Für was der Schlag? Weil ich es verdient habe. Nein, der Schlag ist dafür da, den Bauch anzuspannen und die Hüfte durchzustrecken. Natürlich, aufmerksame Wissenschaftler, die sich mit Anatomie auskennen, werden bemerken, dass man die Hüfte durchstrecken kann und den Bauch anspannen kann, ohne dagegen zu hauen. Das ist absolut wahr. Das heißt, ihr müsst nicht dagegen hauen. Also die Idee ist einfach nur, eine Art Bracing und mit Körperspannung die Bewegung zu initiieren. Ob ihr jetzt dagegen haut oder nicht, das steht euch frei. Ich würde es einfach mal ausprobieren, mit, ohne. Ich kenne Leute, die machen einen Double Strike. Ich kenne Leute vor allem, die Vatos in Kalifornien, die von oben aus holen und sich richtig reinschlagen, weil sie glauben, dass es irgendwie abhärtet. Aber das ist egal. Also wie man es dann macht, könnt ihr selbst entscheiden. Wichtig ist nur eben die Hüfte durchzustrecken und den Bauch anzuspannen und damit die Bewegung zu initiieren und nicht sich irgendwie runterfallen zu lassen. Also, traben, strike.
Dann geht's runter in die Liegestützposition. Und hier ist auch wichtig, dass wir jede Bewegung einzeln ausführen. Es gibt ja zum Beispiel eine Variante, die Six-Count-Burpees. Six-Count-Burpees sind One-Pump-Burpees, also Burpees mit einer Liegestütze, bei der man jede Einzelbewegung laut mitzählt. Also Strike, Hände runter, One. Füße nach hinten, Two. Also man zählt laut mit. Runter auf den Boden, Three. Hochdrücken, Four. Füße nach vorne, Five. Aufstehen, Six. Dadurch, dass man laut mitzählt, wird es zum einen schwieriger, denn das ist eine anstrengende Übung. Und dadurch, dass man redet, geht natürlich noch mehr Luft verloren. Und es ist anstrengender, einfach dann die Bewegung durchzuführen, während man spricht. Aber dadurch, dass man jede Bewegung selbst laut ansagt, ist man fast gezwungen, die Übung wirklich abgehackt und sauber und in Einzelbewegungen auszuführen, ohne zu schummeln, ohne mit Schwung oder einfach durch die Schwerkraft sich nach unten zu bewegen. Man muss natürlich nicht bei jeder Variante laut mitzählen, aber es ist immer sehr sinnvoll, immer mal wieder Six Counts zu machen, um sich selbst an diese Ausführungen zu erinnern und die Bewegungsqualität zu erhöhen. Hey Leute, kurze Zeit für Werbung. Ich möchte meine drei Top-Produkte bei ESN.com präsentieren. Zum einen Wahyu Instant Rice Pudding als schnell verdauliche Kohlenhydratquelle, die sich in 2-3 Minuten zubereiten lässt. Für mich unschlagbar. Metaplast von Wahyu, Stoffwechselbooster, der den Kalorienverbrauch erhöht und die Fettoxidation begünstigt und einfach als Kaffee- oder Energy-Drink-Ersatz morgens, um in Fahrt zu kommen. Mein absolutes Lieblingsprodukt, vor allem in der Diät. Und Vegan Designer Protein, um meinen Proteinbedarf zu decken. Super leicht verdaulich, super, super lecker. Eine Top-Empfehlung, auch für alle, die nicht vegan sind. Und mit dem Code Dennis bekommt ihr immer den besten Preis. Werbung Ende. Also nochmal, traben, strike, runter in die Liegestützposition und dann führt man saubere Liegestütze aus. Je nach Variante, One Pumps, Two Pumps, Three Pumps. Also wenn wir Pumps sagen, bezieht sich das einfach auf die Anzahl der Liegestütze. One Pumps, eine Liegestütze, Three Pumps. 3 Liegestütze, 10 Pumps, 10 Liegestütze. Hier wichtig, wirklich saubere Liegestütze und auch immer nur die Variante wählen, die man selbst sauber ausführen kann. Also wenn jetzt jemand nur 5 Liegestütze kann am Stück, ja, dann kann er natürlich keine 10 Pumps ausführen. Aber selbst da, selbst bei den Liegestützen gibt es zahlreiche Varianten. Ich habe ja mal ein Video gemacht, das heißt 10 effektive Burpee-Varianten, wo ich die 10 üblichsten, sage ich mal, Varianten zeige. Es gibt viel, 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 viel mehr. Aber da seht ihr verschiedene Varianten von 8-Count-Bodybuilders, wo wir die Füße aufmachen, zu Army Rangers mit Kickouts, Navy Seals, wo wir die Knie heranziehen. Das sind alles verschiedene Varianten, die alle verschiedene Muskelgruppen ansprechen. Aber unabhängig, welche Variante du machst, du gehst runter, machst deine Liegestütze sauber, stehst wieder auf und trabst wieder. Ich würde auch jedem empfehlen, anfangs nicht zu versuchen, unbroken, also ohne Pause die Burpees auszuführen, sondern wirklich nehmt euch die Zeit, macht eine saubere Wiederholung, steht auf, trabt auf der Stelle, atmet 2-3 Mal durch, macht die nächste. Und so kann jeder, der halbwegs fit ist, sich auch an höhere Zahlen herantrauen, 50 Wiederholungen, 100 Wiederholungen, weil du machst ja immer nur eine Einzelwiederholung. Als wir am 31. Juli die 1000 Two-Pumps gemacht haben, hat man wirklich gemerkt, wie hoch das Conditioning-Level ist von allen 13, also ich plus die anderen 12, wie hoch das Conditioning-Level war. Denn wenn deine Muskulatur in der Lage ist, sich in der Zeit, die du stehend verbringst, zu erholen, also du stehst auf, machst ein paar Schritte und in der Zeit kannst du dich genug erholen, um nochmal 2 Liegestütze zu machen, ja, dann kannst du praktisch, nicht unendlich, aber dann kannst du sehr, 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 sehr viele Two-Pumps machen. Also seid nicht so übereifrig mit der Idee, oh, ich möchte keine Pausen oder kurze Pausen. Nehmt euch anfangs die Zeit, um selbst zu merken, okay, mit welchem Pace komme ich klar? Und keine Sorge, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr regelmäßig Burpees macht, ihr werdet so schnell, so viel besser und eure Zeiten werden sich so schnell verbessern bei gleichbleibend hoher Ausführungsqualität, dass ihr da selbst überrascht sein werdet und das wird viel, viel mehr bringen, als anfangs direkt zu versuchen, irgendwelche Zeiten zu erzwingen. Dann eben der nächste Punkt, warum mache ich keinen Sprung? Erstens, das stimmt nicht. Ich mache manchmal den Sprung. Ich mache den Sprung nur nicht immer. Man muss bei jeder Übung, die man ausführt, bei jeder Trainingsmethode immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung ausführen. Also überlegen, okay, was bringt mir das? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Wenn man den Sprung sauber und kontrolliert ausführt und sauber und kontrolliert landet, dann ist das cool. Das Problem ist bei Training oft,
wie sieht es in der Theorie aus und wie sieht es in der Praxis aus? Und wenn man sich in der Praxis anschaut, wie die meisten Leute, die normale Burpees machen, bei CrossFit und bei Freeletics, wie sie die Übung ausführen, ist das meistens alles andere als sauber und kontrolliert. Denn die Übung ist natürlich schwer. Wenn jetzt einer probiert, 100 Burpees zu machen, irgendwann hat er keine Lust mehr, hat keine Power mehr und versucht, sich da hochzudrücken und springt und landet dann natürlich mit dem ganzen Gewicht unkontrolliert auf den Füßen, kann das auch die Verletzungsgefahr erhöhen. Und vor allem jetzt zum Beispiel in der Juli-Challenge, wo ich jeden Tag mindestens 300 gemacht habe, 300 Mal springen, 300 Mal mit dem ganzen Gewicht landen, kann auch die Regenerationszeit, die der Körper braucht, erhöhen, weil wir immer diesen Impact haben. Deswegen, wenn ich sehr hochvolumig trainiere, mache ich das Ganze lieber ohne. Die andere Sache ist, also der Sprung macht die Übung natürlich schwieriger, denn man muss mit den Beinen natürlich nochmal diese Belastung, diese Bewegung ausführen. Das fordert Energie. Aber andererseits ist es ja so, wenn wir Navy Seals oder Five Pumps machen, es fehlt ja nicht an der Anstrengung. Also wir machen teilweise so viele Liegestütze, dass das die Schwierigkeit ist. Und für mich bringt der Sprung ja nicht den Mehrwert, dass ich sage, boah, wenn ich jetzt einen Sprung mache bei den Burpees, wenn ich 100 Burpees mache mit Sprung, dann habe ich so ein krasses Beintraining, mein Quadrizeps ist so krass trainiert, dann brauche ich die Beine nicht mehr trainieren. Das ist ja nicht der Fall. Also ich trainiere meine Beine natürlich trotzdem getrennt. Und deswegen hat dieser Sprung nur einen relativen Mehrwert, um Energie zu verbrennen, um anstrengend zu sein. Aber wie gesagt, ob es dann Sinn macht oder nicht, das muss man immer abwägen, je nachdem, wie man trainiert, wie viele Burpees man macht und mit welcher Häufigkeit. Ich würde es anfangs eher weglassen. Wenn ich mich komplett zerlegen will, dann mache ich es auch mit Sprung, dann mache ich es auch mit Sprung und Knee Tucks. Also das kann man natürlich alles machen, aber man muss sich halt darüber bewusst sein, was sind die Vorteile und was sind die Risiken und wie führe ich es aus. Und man muss da auch immer ehrlich sein und vor allem ist es dann sehr, sehr sinnvoll, sich immer wieder zu filmen, um objektiv dann mal von außen zu sehen, wie sieht denn mein Sprung aus? Wie springe ich? Wie lande ich? Ist das gut oder ist das riskant? Des Weiteren ist es auch so, dass man ja den Sprung auch mit anderen Sachen ersetzen kann. Also was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist Squat Chaser und Jumping Jacks. Also ich mache, was auch immer ich an Variante ausführe, sagen wir mal Navy Seals, ich gehe runter, mache meine Navy Seals, stehe auf, mache zwei Kniebeugen und zwei Hampelmänner, bevor ich wieder runtergehe. Damit haben wir eine Zusatzbelastung, verbrennen wir Energie, haben auch die Beine nochmal belastet, aber eliminieren diese potenzielle Gefahr, die der Sprung bieten kann. Wie gesagt, der Sprung ist nicht falsch oder schlecht, aber man muss es halt immer abwägen. So, damit wäre erstmal alles Wichtige gesagt. Wenn ihr spezielle Fragen habt, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, haut es bitte gerne in die Kommentare. Und ansonsten, viel Spaß mit den Burpees. Like dieses Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Insta und auf TikTok. Ich mache jeden Tag meinen Live-Workout, meine Live-Burpees auf TikTok. Auf Insta könnt ihr mir auch gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr spezifische Fragen habt. Markiert mich in euren Stories, wenn ihr Fragen zu eurer Ausführung habt, wenn ihr wissen wollt, ey, mache ich das richtig, wie sieht das aus, markiert mich einfach oder schickt mir ein Video und ich schaue mir das gerne an. Und wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun mit einem Einkauf bei ESN mit dem Code Dennis. In diesem Sinne, let's do some burpees.